Einen wunderschönen Montag. Willkommen zurück. Citybus Manager hier in Frankreich und Luxemburg. Speziell in der letzten Zeit eher in Frankreich mit unserem Luxusländer Luxemburg, der allerdings, wie gesagt, auch Richtung Frankreich fährt, speziell hier drüben, Thionville und natürlich jetzt in der letzten Episode vor allem hier unten in Metz und hier Richtung Westen ausgebreitet, die ganzen Dörfer mitgenommen. Heute geht es darum, vor allem einfach mal laufen lassen. Einfach nur um zu gucken, dass eben die ganze Geschichte hier einigermaßen funktioniert. Ich habe den gesamten Fahrplan für die gesamte Woche durchgemacht, in allen Orten. Das sollte also dementsprechend jetzt funktionieren. Ja, Problem ist natürlich heute, am Sonntag aktuell, läuft noch nichts hier in Metz, in den neuen Dörfern. Die funktionieren erst ab Montag, wenn sie überhaupt alle aktiviert sind. Habe ich die alle aktiviert? Ja, muss ja, sonst wären sie nicht im Schichtplan aufgetaucht. Das macht Sinn. Also ab morgen wird es die dann eben alle geben. Und dann gucken wir mal, wie das zeitlich hinhaut. Ich hätte wahrscheinlich den Tag einfach schon mal laufen lassen sollen. Das wäre schlauer gewesen. Aber gut. Wir haben noch ein paar Busse offen. Gerade große Busse. Da können wir nur vor ein paar verkaufen. Ansonsten viel Platz haben wir nicht mehr. Wir sind bei 99 Bussen angekommen. Hier unten in Metz. Ist natürlich ein bisschen unpraktisch, weil wir da nichts mehr dran ändern können. Aber gut, wir lassen erstmal alles laufen, gucken uns das Ganze dann mal an und wir planen so ein bisschen voraus, wo kommt das nächste Depot hin. Ich habe ja schon gesagt, hier drüben im Westen eher Tendenz Richtung Norden gehen, da wir hier noch einen Anschluss reinbringen können und natürlich hier ganz oben. Ich weiß nicht, ob wir das mit einem gut platzierten, mittigen Depot irgendwie hier hinkriegen, dass wir dann hier oben Busse fahren lassen können. Eins, zwei, die hier über die Dörfer abfahren, wie immer. Dann hier unten noch ein paar. Auch hier vielleicht noch eins, zwei, die Richtung Esch fahren, wo wir angefangen haben. Hier in Esch an der Alzette hat alles begonnen. Ist das an? Nein, das ist nur, wenn ich Linie bauen will. Ich wollte die ganzen Bereiche der ganzen Linien angezeigt bekommen. Aber das geht ja gar nicht. Ja, also ich glaube, hier wäre nicht so blöd. Oder wir trennen es halt in zwei. Dass wir wirklich eins machen, das hier so mittig ist, das hier den reinen Westen übernimmt und eins dann, das hier oben eben den Nordwesten übernimmt. Da könnte man dann kleinere machen. Müsste keine großen nehmen. Das wäre vielleicht nicht so blöd. Vor allem, weil hier auch noch so ein paar Dörfer sind, die mit eingesammelt werden möchten. Hier drüben brauchen wir auch noch ein paar Linien. Was haben wir denn in Luxemburg noch frei? 5 Busse, das ist nicht viel. Da muss man überlegen, ob wir hierfür auch noch mal ein extra Depot brauchen. Wahrscheinlich schon, ja. Also dann hier noch mal so ein Depot reinmachen, dass hier einfach die ganzen Orte abfahren soll. Mit Anschluss natürlich hier runter, auch Richtung Thionville. Wobei, wir könnten mir von Thionville aus hier oben das alles mitnehmen, ist ein bisschen viel. Oder gerade wenn es bis hier hoch Richtung Luxemburg-Stadt geht, da ist das schon sehr lang unterwegs, finde ich. Da kann man jetzt nicht unbedingt drauf bauen. Weswegen ich glaube, wirklich hier noch ein Depot haben will für den Part. Auf jeden Fall ein Depot hier für den Norden mit Option, dass es vielleicht doch ein bisschen südlicher angebaut wird, um hier den gesamten Westen einzubauen. Weil hier unten ist halt nicht viel. Das sind so 1, 2, 3 Linien, die die ganzen Orte irgendwie abfahren sollen. Und man sieht halt schon, es gibt hier einige Überschneidungen. Und wir müssen auch vor allen Dingen noch hier rüber. Haben wir im Südosten noch was? Ja, Südost auch nicht. Ist auch voll. Wir könnten das Depot Dörfer übernehmen, dass wir von hier so ein paar Busse rübergehen lassen. Ist aber vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich will jetzt auch nicht großartig planen in dieser Episode. Ich will eigentlich vor allem hier einfach
die Dinger mal fahren lassen. Deswegen machen wir es so, ich mache einen Cut und wir springen dann wieder rein, wenn eben der Montag läuft. Damit wir wirklich auch die ganzen Linien mal ein bisschen sehen, wie sie da unten im Netz und westlich davon ablaufen. Ich bin ein bisschen früher wieder da, weil hier Ecole Volvere oder Volvé gerne einen Ausflug machen würde. Und zwar am Dienstag in das Parc Merveilleux. Für 4 Stunden möchte ich da bleiben. 6400 Euro würden sie zahlen. Ich würde das wohl machen wollen, aber das Problem ist, es geht nicht. Irgendwie ist diese Aufgabe verbuggt. Ich will es ganz kurz zeigen. Und zwar, hier ist die Schule. Da würde ich starten. Ich kann den Startpunkt dieser Reise setzen, aber ich kann keinen Endpunkt setzen. Was ich machen kann, ist, ich kann hier den Endpunkt setzen, aber dann kann ich den Startpunkt nicht setzen. Weil dann kann irgendwie die Verbindung nicht erstellt werden. Ich weiß nicht, warum. Weil so weit auseinander ist das nicht. Hier ist die Schule und hier unten irgendwo ist der Park. Also das ist eigentlich keine weite Strecke. Aber ich kann es nicht. Da ist der Park, ein bisschen weiter rechts. Und hier links ist die Schule. Ich kann das aber nicht verbinden. Es geht nicht. Ganz seltsam. Da wollte ich euch nochmal ganz kurz dran teilhaben lassen. Und wir sind jetzt sowieso hier bei 2:30 morgens. Dementsprechend lassen wir die Zeit weiterlaufen. Es tut mir leid. Ich will jetzt nicht bestätigen, wenn es danach nicht geht. Dann kann ich das nicht machen und muss Strafe zahlen. Ich hätte diese 6.500 gerne mitgenommen. Ist natürlich nur Peanuts und bringt mir auch nicht so viel. Im Vergleich zu den Miesen, die ich pro Tag mache. Ich habe 220.000 Euro gestern rausgehauen. Allein meine Personalkosten sind halt einfach riesig. Wobei ich relativ gute Gehälter zahle. Das darf man nicht außen vor lassen. Aber gut, wenn ihr diesen Bug hier auch kennt, den werde ich nachher noch abschicken. Dann könnt ihr mal sagen, ob ihr das schon kanntet oder nicht. Hat mich ein bisschen irritiert. Einfach, weil ich hätte es schon gemacht. So ein bisschen nebenbei kleine Aufgaben machen ist immer ganz cool. Ich habe genug Busse dafür, deswegen warum soll ich da irgendwie stressen oder so? Aber es wollte nicht funktionieren. Gucken wir mal, ob die hier alle funktionieren. Die Linien hier unten im Süden. Ich weiß nicht, ob wir hier 1, 2 davon schon mal haben laufen lassen. Ich glaube nicht. Ich glaube, alles hier unten in Metz ist neu. Und läuft jetzt zum ersten Mal. Ach ja, wir könnten natürlich die ganzen Bushaltestellen nochmal auf upgraden hier. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Jetzt haben wir alle Haltestellen komplett abgegradet. Dich verfolgen wir mal. Unsere Metz-Dörfer-1-Tour. Ja, wieso nicht? Du fährst raus und guck mal, wie das Ganze hinhaut. Speziell natürlich dann am Ende angucken, wie es zeitlich eben passt. Ob denn die Linien einigermaßen humane Längen haben. Was auf jeden Fall wieder ein Problem ist, das habe ich vorhin gesehen, als ich zwischendrin einen Schichtplan neu eingeteilt habe für den Samstag, den kommenden. Weil eben viele Linien gesagt haben, sie wollen ihren Ding ändern. Das ist so nervig hier. Dass wieder mal so ist, dass die vorher kalkulierten oder erwarteten Fahrgastzahlen später dann einfach nicht mal ansatzweise hinhauen. Ich habe da einen Bus gehabt mit 128 Plätzen, der zugeteilt werden muss. Ich habe mir mal angeguckt und da steht dann eben erwartete Fahrgäste 45. Und dann ist es halt lächerlich. Ich weiß nicht, warum ich so große Busse kaufe, wenn am Ende sowieso kein Mensch drin fährt. Die Linie ist ganz gut. Es war ja eine der kürzeren Linien, die jetzt nicht so berauschend ist, wenn man so will. Ich sollte hier vielleicht das AH noch wegmachen. Aus dem Metzdörfer 2. Das sollte man vielleicht noch löschen. Metzdörfer 1 hat Esch-Alon 4 Minuten Verspätung. Wird anscheinend auch nicht wirklich aufgeholt wieder. Ein bisschen nervig hier. Diese Verspätungen will ich nicht. Ich war eigentlich relativ großzügig mit der Zeitplanung, dachte ich. Aber offensichtlich doch nicht zufriedenstellend genug. Naja. Auf jeden Fall werde ich danach dieses Aha mal löschen müssen. Und wenn der jetzt gleich wieder zurückgefahren ist, würde ich gerne einmal der Metzdörfer 3 folgen.
So perfekt ist es natürlich nicht, weil es eben, wir gucken nicht jede Strecke für jede Zeit an, also ob es zur Hochbetriebszeit ist, die eben von 6 bis 9 und dann nochmal ab 15 Uhr ist, glaube ich. So, wir wechseln einfach hin und her, weil ich keine Lust habe und ich kann auch nicht mehrere Linien gleichzeitig richtig verfolgen. Hauptsache hier oben eben, ich sehe so ansatzweise, wie es zeitlich aussieht. Weil der Großteil hat keine Verspätung und ich möchte mich eigentlich damit rühmen können, dass ich eben kaum Verspätungen habe. Deswegen habe ich ja auch immer Richtung Ende der Linie und dann großen Drehpunkten oder Verbindungspunkten extra Minuten eingeplant. Damit sich die eben dann, wenn eine Verspätung existiert, nur zu einem Teil oder maximal auf dem Hinweg, aber nicht vom Hinweg auf den Rückweg übertragen lässt. Das ist ein bisschen ärgerlich natürlich. So, folgen wir jetzt hier mal so einer Dörfer 3 Linie. Gucken mal, wie die es so macht. Was schon mal gut ist, kein Bus ist überfüllt. Das ist immer gut. Oh, Gesundheitsamt. Was haben wir los hier? Saisonale Grippe. Aufgrund einer beginnenden Grippewelle wird erwartet, dass bis Dienstag mehr Mitarbeiter krankheitsbedingt ausfallen werden. Das ist nicht gut. Es ist nur Montag, Dienstag. Wenn jetzt zu viele ausfallen, muss ich spontan Busfahrer, vor allem den Busfahrer einstellen. Ich hoffe, dass Service-Mitarbeiter vielleicht die Mechaniker oder von mir aus auch Reinigungskräfte erkranken. Ich wünsche es natürlich keinen meiner Mitarbeiter, aber wenn, hoffentlich eher die als Busfahrer, weil Busfahrer müsste ich einen Ersatz dann holen im Notfall, falls Linien ausfallen. Und ich würde sie danach nicht wieder feuern wollen. Das heißt, es bläht einfach noch mehr meinen ganzen Mitarbeiterstab auf. Und das muss ja eigentlich auch nicht sein. Aber gut, wir gucken dann erstmal, wenn es soweit ist. Ist zum Glück nur eine kurze Welle von 2 Tagen. Deswegen, toi toi toi, würde ich sagen. So, das sind, glaube ich, wir haben nur 3 Metzdörfer. Das heißt, als nächstes müssten wir irgendwie eine Südenlinie. Ich habe hier Süden 1, also Süden Metz 1. Die könnten wir jetzt eigentlich nehmen. Ah ja, hier kommen wir in diesen Pulk rein, weil wir auch hier hinten rumfahren, teilweise durch Metz. Hier ist einiges los in Metz. Das muss man schon sagen. Die Bewertungen sind alle gut. So, dich können wir mitnehmen. Du startest gerade. Esch-Alon, 5 Minuten Verspätung. Was ist denn bei dir los? Das geht gar nicht hier. Ich verstehe nicht, warum da Verspätung ist. Es kann nicht daran liegen, dass der Bus zu spät sollte nicht daran liegen, dass der Bus zu spät losgefahren ist, weil der Arbeitsplan oder Schichtplan ja schon die ganze Woche über fertig ist. Das heißt, es ist eigentlich so geplant, dass die alle wissen, wann sie raus müssen. Nicht so, dass ich hier kurz vor knapp noch irgendwie was bestätigen muss. Ich meine, es hat sich jetzt auch wieder auf 0 reguliert. Also vielleicht nur zwischen 2 Haltestellen irgendein Problem gehabt oder so. Müssen wir danach mal gegen Ende der Episode auf jeden Fall in diese Liste gucken von allen Linien, was sie denn so sagen bezüglich Verspätungen. Es macht jetzt hier eigentlich, finde ich, relativ wenig Sinn, wirklich einzelne Busse zu verfolgen. Wenn ich mir das so angucke, weil man kann sowieso nicht viel sehen. Ich will auch nicht zu weit reinzoomen. Weil dann sieht man auch wieder nicht so viel. Man sieht halt lauter Busse, wie sie rumfahren. Hier drüben immer so ein bisschen die Auslastung. Habe ich auch übertrieben im 191er. Aber so sei es halt. Gucken wir mal lieber hier auf die Linien. Aber nicht auf diese Linien, sondern... Oh, wir haben Post. Willerupt. Von 20 auf 30 Minuten Intervall. Okay, das finde ich okay. Körig. Eine neue erste Fahrt eine Stunde früher und Start de la Frontière. Wir können Änderungen an der Bahn vornehmen. Sie können gerne Änderungen an der Linie vornehmen, mit freundlichen Grüßen. Also das heißt, das ist was Neues für mich. Das kannte ich nicht. Start de la Frontière.
Die kam bisher nicht gut an. Ganz kurz gucken, wie es mit dem technischen Zustand aussieht. Ob wir hier irgendwo was machen müssen. Es sieht erstmal ganz gut aus. Ja, ist alles picobello. Da gibt es noch gar keinen Stress. Aber dann gucken wir uns doch mal die Linienstatistiken hier an. Wie sieht es mit Verspätungen aus? Die Körich hat eine Minute Verspätung im Schnitt. Das sind die ersten Sachen von heute. Die ersten Schichten alle gut. Da gab es Riesenprobleme am Samstag. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein Fall war von wegen, ja, wir fahren zu spät los oder so. Aber ansonsten haben wir hier überall keine Probleme. Das finde ich gut. Das heißt, da bin ich mit zufrieden. Jetzt gucken wir uns die Linie Stade de la Frontière an. Ich meine, hier hat uns 6.000 Euro eingegeben. Zeig uns mal die Linie an. Ich weiß nicht mal, wo die ist. Das ist eine ganz kurze Eschgar. Vom Eschbahnhof. Muss ich ganz kurz hier zurechtfinden. Hier. Ne, das ist Thionville. Das heißt, wir müssen ein bisschen Richtung Nordwesten gehen. Da, Esch. So, das hier ist die Linie. Von hier einfach nur rüber. Speichert wahrscheinlich gerade. Ja. Da ist das Speichern, das ich gemeint habe. Ich hätte gerne wirklich nur unsere Linie. Ich glaube, das ist gerade der Fall hier mit dem Blau, ja. Dann machen wir das nochmal das weg. Wir machen das hier mal ganz kurz knallrot. Damit man die besser sieht. So, das ist aktuell diese Stade de la Frontière Linie und die wird nicht gut genutzt. Ja gut, sie hat halt keinen Grund, irgendwie genutzt zu werden, weil es ist halt nur eine weitere Verbindung hier hinter. Und da halt einmal rum, weil er dann eben dieses Zielding annimmt. Sollte man die Linie verändern? Die Frage ist halt wie. Wichtig ist, dass es mit dem Stade de Frontier verbunden ist. Gehen wir ganz kurz rein, dass ich das genau sehen kann. Wo ist das denn? Das ist hier hinten das. Okay. Sagen wir mal, wir ignorieren hier die Verbindung Richtung Esch, weil es soll ja einfach nur ein Bahnhof sein. Könnten wir daraus eine interessantere Linie gestalten? Wir brauchen andere Linien, damit ich weiß, ob hier was langfährt. Weil ich glaube, hier wäre aktuell nichts, was fährt. Ja, hier das gesamte Teil ist komplett nicht genutzt. Nur hier oben fährt eine lang. Ich kriege den allerdings auch nicht von hier direkt durch. Das heißt, ich müsste über Esch fahren. Dann hier runter. Dann könnten wir hier lang vielleicht eine längere Verbindung machen. Das würde uns natürlich weitere Busse kosten. Aber ich habe am Hauptbahnhof in Esch sowieso, oder beim Depot in Esch genauer gesagt, so viele Möglichkeiten. Die Frage ist halt, wie sehr lohnt sich da? Also für mich würde es sich wahrscheinlich gar nicht lohnen. Ich meine, ich habe mit der bis jetzt 6.000 Euro gemacht. Und ich habe ja ein fixes Einkommen, was ich davon bekomme. Also rechnen würde sich das für mich sicherlich gar nicht. Aber wir basteln hieraus mal eine interessante Linie. Nachteil für mich kann natürlich sein, und vielleicht ist das auch so ein kleiner Grund, dass es eben für mich heißt, okay, versuche das im besten Falle hier eben zu bedienen. Dass du einfach weißt, die bringen dir was. Oder du hast ja auch was von denen. So, jetzt fahren wir hier was straight Richtung Esch. Das ist okay. Dann, ich hätte aber gerne, dass alle Haltestellen anzeigen, wo was ist. Damit ich nämlich weiß, inwiefern da was los ist. Dann nehmen wir hier eine Haltestelle mit.
Es macht keinen Sinn, hier runterzufahren. Also nehmen wir die hier mit. Ja. Die macht Sinn. Dann fahren wir hier runter. Dann nehmen wir die hier mit. Wir machen jetzt hier mal eine etwas längere Linie, die hier Rümelong mitnimmt. Gehen wir hier runter oder gehen wir hoch? Hier oben ist eigentlich schon relativ viel los, allerdings hier nicht. Wir könnten also hier hochfahren und hier rüberziehen. So, wir kommen von dort rein. Dann halten wir einmal, komm, die Haltestelle nehmen wir mit. Wir könnten hier noch den Bahnhof auch nochmal mitnehmen. Da haben wir doppelt Bahnhof. Ist ja auch nicht schlecht. Dann nehmen wir hier den Ortseingang mit. Nehmen die Haltestelle mit. Sind hier jetzt wirklich so ein bisschen großzügiger. In der Hoffnung, dass sie halt merken, okay, ich tue was dafür. Weil der Nachteil ist ja, wenn ich jetzt hier solche Linien mache, dann müsste hier nach rechts fahren können. Und, keiner fährt mit dieser Auftragslinie, dann können sie auch sagen, okay, es rechnet sich für uns einfach nicht mehr. Wir streichen diese Linie aus dem Programm. Und wenn ich jetzt hier aber eine Verbindung aufbaue, von in dem Fall eben hier hinten über Esch, über Rumelang, wie das heißt, hier rüber, und die fällt dann weg, muss ich sie eventuell potenziell nachholen. Ich glaube, ich will gar nicht hier oben rumfahren, sondern ich will ehrlich gesagt hier unten lang fahren. Finde ich, glaube ich, ein bisschen angenehmer. Vielleicht mit dem Finish hier oben, wo ich gerade eben war, dass wir jetzt hier so ein bisschen querfeld einfahren. Eigentlich wäre hier unten wahrscheinlich besser. So, nehmen wir den hier mit. Dann können wir hier drüben immer hinfahren. Dann fahren wir hier wieder hoch. Ja, das finde ich besser, weil dann kommen wir hier und können mehr oder weniger den gesamten Park oder Pakt hier jetzt komplett abdecken, den wir vorher noch nicht hatten. Ja, dass er so rumfährt, mag ich nicht. Dann nehmen wir ihn hier mit. Dann haben wir hier noch eine Überschneidung zu der Linie und dann enden wir hier drüben. Das finde ich gar nicht so blöd. Weil jetzt haben wir den Vorteil, ich habe das hier komplett abgedeckt. Hier waren ja vorher Lücken da, die sind jetzt nicht mehr da. Zum Großteil zumindest nicht mehr. Hier unten gäbe es noch so 1, 2 Stationen, aber man kann nicht alles haben. Aber jetzt können wir ja hier gucken, dass wir eben wieder zurückkommen über denselben Weg. Ist das das Ding hier? Ja, das ist eine blöde Haltestelle, sehe ich gerade. Das hier ist eine extrem blöde Haltestelle, die ich ausgewählt habe. Ich hätte dann wahrscheinlich lieber die hier unten. Das heißt, die hier muss weg, also fahren wir von da aus hier hin. Und nehmen dann den Rue du Parc weg. Genau. Dann nehme ich den Rue du Mönner mit Dennewald, Pulvi. Und dann können wir jetzt hier unten rumfahren, hoffentlich. Mit der Hoffnung, dass es hier keine blöden Einbahnstraßen gibt, die irgendwie stören. Ich sehe hier eine blöde Bewegung von der Route de Kyle. Das ist die hier. Das heißt, wir müssen hier auf der Seite halten. Und müssen dann die Route de Kyle löschen. Und jetzt geht es von da aus nämlich weiter. Aber das Problem ist gelöst. Das ist nicht gelöst. Weil es aktuell jetzt hier so einen Bogen machen würde. Das heißt, ich muss hier eine Haltestelle hinmachen. Jetzt ist es gelöst. Dann fahren wir hier rüber. Nehmen dich mit. Nehmen dich mit.
Ist aber schon cool. Wir haben jetzt hier in der Episode einige für mich Neuigkeiten oder Neuerungen. Zum einen, diese Grippewelle ist neu für mich. Die hatte ich noch nie. Diesen Bug, dass ich diese eine Aufgabe nicht machen konnte, war neu für mich. So, jetzt gehen wir hier einmal zum Bahnhof. Und dann fahren wir hier runter. Und wir lassen es einfach hier enden und gar nicht da drüben. Und dann ist gut. So, 87 Minuten Strecke. Welche Zeiteinteilung habt ihr so vorgesehen? Alle 15 Minuten, das ist fies. Na gut. Hier müssen wir auf jeden Fall jetzt erstmal wieder die Minuten draufpacken. Das heißt, wir werden sicherlich 8 bis 9 Busse brauchen. Da komme ich gar nicht drum herum. So, wir sind hier an der Endstation. Da kriegt er mehr Zeit. Was du auch mehr Zeit kriegst, ist hier am Esch-Bahnhof und hier am Römelong-Bahnhof. Haben wir 5 Minuten. Ja, haben wir 4 Minuten. Machen wir 3 Minuten. Ja, machen wir 4 Minuten. 4 Minuten an den Bahnhöfen. Da muss ich gleich drauf achten. Ich meine, die sind eigentlich... Wahrscheinlich würden 3 Minuten sogar lang, weil die eben beide relativ am Anfang bzw. am Ende sind. Dann können wir hier auf 4 Minuten gehen. Auf 3 Minuten gehen. Speichert gerade. So, wo sind wir jetzt? 136 Minuten. 105, 120, 135. Gibt dann eigentlich immer automatisch 4 Minuten Pause. Das heißt, wir brauchen jetzt 9 Busse aktuell. Na, vielen Dank auch. 10 Busse. Erwartetes Fahrgastaufkommen 25 bis 50 durch diese neue Strecke. Das heißt, wir müssen auch hier den Ding anpassen auf 55er. Das ist ab morgen der Fall. Hoffe ich. Nicht, dass es ab jetzt sofort ist. Das heißt, wir müssen hier für morgen den Plan neu einteilen. Genau. So. Für diese Depots. Wir haben genug. Haben wir auch genug Busse? Nein, haben wir nicht. Okay. Gehen wir das noch schnell durch. So. Wahrscheinlich wäre es einfacher, wenn wir hier alle 55er erstmal löschen und ich das komplett selbst einstelle. Einfach nur, damit ich sehe, was Sache ist und ob wir wirklich einen neuen Bus brauchen. Weil das Problem ist, ich habe aktuell keinen Platz für 55er. Die sind eigentlich sehr schön sortiert. Ich muss dann nur dran denken, dass wenn ich hier eben die Busse oder den Fahrplan neu mache. Wir sind bei 14. Das ist aber eine blöde... Achso, weil ich 7er rein habe. Deswegen. So. Wir starten hier einfach von oben. 2 bis 9 Uhr. So. Dann packen wir die hier hin. Okay. Dann gucken wir, dass wir den auf jeden Fall nachher da auch wieder reinpacken. Diesen anderen späten. Damit das sich eben hier als... dass sich der Kreis quasi schließt. So, nimmt mir hier von 12 bis 19 Uhr. Sollten wir weglassen, weil da gibt es eine von 17 bis da, 0.30 Uhr. Dann ist das hier auf jeden Fall schon mal geblockt. Wir könnten da gucken, ob wir da noch schön eine zwischen 10 und 16 Uhr haben. Das sieht nicht so aus. Ne, alles andere ist klar später. Okay. Dann können wir da leider nichts mitmachen. Tut mir leid. Und wenn ich das jetzt genau anschaue, ich glaube, dass wir trotzdem so viele Busse haben, der das einfach nur nicht richtig verteilt hat. Wegen der Zeiten. Warum ist hier ein Ausrufezeichen bei Luke Meyer? Achso, weil Luke Meyer einer der Zuschauer ist. Deswegen, damit ich Luke Meyer eben nicht lösche, weil sonst macht das Ausrufezeichen keinen Sinn. Das heißt, wenn ihr eben Namen für... oder wenn ihr euren Namen gerne als Busfahrer, Servicemitarbeiter, Reinigungskraft eben sehen wollt, immer her damit. Schreibt es in die Kommentare.
welche Rolle ihr gerne hättet und falls ihr Busfahrer oder Busfahrerin wärt, in welchem... Wir haben nicht genug Busse. Ich komme nicht drum herum. Ich brauche 4 Busse. Ich kann das nicht anders einsortieren. Ich glaube, ich habe das eigentlich relativ effizient gemacht. Das ist ein bisschen uncool. Das sind beschissene Zeiten, die ich habe. Okay, wir brauchen hier am Hauptdepot 55er Busse. Wir brauchen Platz für 55er Busse. Hier haben wir aktuell unsere Reihe an 55ern. Ich muss sie hier neben hinsetzen. Ah, das ist aber sowas von uncool. Aber gut. Ich meine, eine Reihe würde reichen. Dann geben wir dir hier eine Zusatzreihe. Die Frage ist, machen wir das dann hier? Erstmal ja, wir ballern hier einfach eine Straße rein. Und dann kriegst du hier eben... Das sind kleine Stellplätze, oder? Nee, ist ein mittlerer Stellplatz. Dann kriegst du hier mittlere Stellplätze. Wahrscheinlich müssen wir es eins verschieben. Ja, müssten wir eins verschieben. 1, 2, 3, 4, 5. Dann können wir die holen. Machen aber hier auch gleichzeitig noch... Zack. Zack. Und zack. Das machen wir fertig. Dann holen wir uns eine neue Ladung an Kleinbussen. An 55ern. 5 Stück bitte. Alle her damit. Wie immer natürlich der Hinweis, die ganzen... Ach, wie heißt die? Links zu den ganzen... Designs, Skins in der Videobeschreibung. So, die sollte jetzt automatisch hier diese Linie nehmen. Isla, was hättest du gerne? Südost ist ein Problem, weil Südost heißt, die ist auf jeden Fall... sie ist auf jeden Fall eine Busfahrerin. Also gut, da haben wir unsere erste erkrankte Busfahrerin. Aber gut. Werden wir gleich schauen, ob wir im Südosten dann eben noch einen Ersatz holen müssen. Ich hoffe nicht. Ich will das hier nur fertig machen. Und der Ersatz gucken wir dann auch erst in der nächsten Episode an, ob es denn einen braucht. Weil wir sind jetzt hier bei dieser etwa halben Stunde angekommen, die ja hoffentlich für euch eine einigermaßen akzeptable Länge ist, Folgenlänge ist. So, dann noch eine 19 und tada. Und dann können wir nämlich jetzt hier hingehen und können für morgen noch die restlichen Busse hier eben mit Linien versehen. Okay. Eine fehlende Zuweisung. Ach so, Südosten, weil erkrankt ist, nehme ich an. Wahrscheinlich ist das morgen der Fall, oder? Ich habe jetzt nicht gelesen, ob es hieß für heute erkrankt oder für morgen erkrankt. Ist für heute erkrankt, okay. Na komm, dann übernimmst du. Wir haben genug Busfahrer. Im Portemonnaie nicht. Im Petto, das ist es. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderschöne Woche. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten. Und ja, nächste Episode. Noch ein bisschen Linien gucken. Vielleicht auch ein bisschen Linien anfangen zu bauen mit einem neuen Depot. Vor allen Dingen will ich diese Linie natürlich jetzt verfolgen, diese neue. Und ob sie eben gut gelingt, sehen wir dann beim nächsten Mal. Euch bis dahin alles Gute und auf Wiedersehen.